Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy 9. Wir haben im letzten Part die Hochburg von Ibsen abgeschlossen. Wir waren auch so lieb und haben Mahagon gerettet und sind hier stehen geblieben vor der Hochburg. Und ich habe mir für den Anfang des Parts vorgenommen, dass ich erstmal mit allen Leuten im Luftschiff reden möchte. Dann möchte ich nochmal meine Gruppe neu zusammenstellen, obwohl das nicht ganz so wichtig ist. Aber was wichtig ist, dass ich die Rüstung nochmal komplett neu zusammenstelle. Und dann wollten wir nochmal einen kleinen Trip nach Daguerreo machen, um dort vielleicht noch das ein oder andere zu kaufen. Aber dafür müsste jetzt sie dann erstmal einsteigen. Ich danke dir. Und dann wird es nämlich schon an die Gruppenaufteilung gehen, denn wir haben herausgefunden, dass wir an 4 verschiedenen Orten gleichzeitig sein müssen. Ort schreiender Erde, Wasser, Wind und was haben wir noch? Feuer? Um dort irgendwas zu machen. Das können wir dann heute noch erleben. Ich würde jetzt erstmal mit unseren lieben Leutchen hier reden. Mahagon, was hast du zu sagen? Um also die andere Welt zu finden, müssen wir die eine durchqueren. Okay. Von oben kommen wir immer noch nicht rein. Vermute ich mal. Ach so, das kennen wir schon. Oh, ich dachte, ihr sagt was Neues. Also, bisschen langweilig. Vermute mal, dass Quina auch nichts Neues sagt. Dann hat sich dieser Punkt nämlich schon erledigt. Nein, mit dir will ich nicht reden. Bin ich an der Reihe, Mampf. Vertraue mir, ich werde Eschen wasch auf den Tisch kommen, Mampf. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wenn ich schon extra auf einem Luftschiff bin, dann möchte ich aber auch leckere Spezialitäten aus aller Welt kosten, Mampf. Wina, das verspreche ich dir. Im Zweifelsfall knabberst du ein bisschen am Mahagon. Das mag der bestimmt total. Sagt ihr auch das Gleiche? Diese andere Welt, Terra, was für ein Ort das nur sein mag. Ob Terra wohl noch größer ist als Gaia? Keine Ahnung. Wenn Alexandria wieder aufgebaut ist? Ja, das wissen wir auch schon. Nee, das sind doch die gleichen Sachen. Na gut, dann würde ich mal, ja, wir müssen jetzt alle ausrüsten. Da überlege ich gerade, wie ich das am besten angehe. Ich würde tatsächlich, glaube ich, erstmal allen alles abrüsten. So. Wir können dann auch wieder die guten Sachen ausrüsten. Dann wechseln wir mal kurz und nehmen noch die anderen mit rein. Genau, Gruppenmitglieder wechseln. So, Vivi kommt rein, Steiner und Rhea erstmal. Ich rüste mal erstmal ab. Ich muss meine Musik nochmal ein Stück leiser machen. So, dann. Du bist schon abgerüstet, sehr gut. Hier kommt alles weg. Bei dir kommt auch erstmal alles weg. Und dann nehmen wir jetzt nochmal die Quatsch, neben dem nächsten Zielort brauchen wir nicht. So, dann nehmen wir jetzt nochmal kurz den Mahak. Oh, was Aiko? Ach, habe ich Aiko gerade raus? Oh Gott, ey, ich kann mir nichts merken. Das kann doch nicht wahr sein. Gucken gemeinsam. Katzenkralle. Nee, die Aiko. Auch noch. Okay. Dann würde ich mal vorschlagen, wir sortieren erstmal unsere Leute nach dem Level ein bisschen und daran messe ich so ein bisschen. Also ich würde ja grundlegend in mein Team jetzt nehmen Mahagon, Quina und Aiko, oder? Weil du bist hier Spitzenreiter. So. Na gut, man könnte auch Lilly mal wieder mit, also ist ja jetzt wurscht, ich nehme ja sowieso jetzt keinen von den beiden mit rein. Aber dann würde ich nämlich jetzt die drei erstmal ausrüsten. Wir fangen mit Zidane mal an. Ich kann nämlich erstmal wieder eine etwas bessere. Wann haben wir denn das? Haben wir das geklaut zufällig? Okay. Kommt mir jetzt nämlich nicht so bekannt vor. So. Vielleicht, Ich guck erst mal bei den anderen, was die so noch lernen können, weil Zidane ist ja ganz gut dabei. Gruppe Mahogomeha. Ich habe es tatsächlich kurz an Kamehameha oder sowas gedacht, aber es ist Mahogomeha. Mahagon wird ja auch mit an irgendeinen Schrein gehen und da wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn er gut angreift. Deswegen würde ich erstmal die Vajus-Kralle nehmen. Und du kannst auf jeden Fall diverse Sachen lernen. Oh mein Gott, ey, wir haben ja später noch so viel zu tun. HP plus 20 wäre nicht schlecht, aber ich glaube auch, dass du das noch lernen kannst.
Das wäre nämlich nicht schlecht. Hier kannst du Geld und Leben lernen. Ich glaube, wir hatten dir schon was anderes gegeben, oder? Wir lernen erstmal Thermometer. Hier kannst du... Genau, du hattest hier Konterzauber. Hier hat man dir, glaube ich, auch schon irgendwas gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Hallo, Controller-Meldung. So, gehst du Holzauge. Dann gehen wir nämlich gleich mal in die Abilities rein, legen dir wieder... Ach, du hast immer Hass noch gar nicht gelernt. Das ist nämlich auch schon mal dabei gewesen. Du hättest auch eine Möglichkeit, das zu lernen. Ja, hier, dann bitte erstmal das, danke. So, dann nimmst du nämlich das, HP plus 10%. Ist jetzt nicht das Dringendste, weil du hast immer Regina. Okay, Mahagon, du bist fertig. Dann machen wir mit Quina mal weiter. Hast du schon die beste Gabel? Genau. Und du kannst hier bestimmt noch etwas lernen, oder? Ja, guck mal, immer Regina. Ja, Quina, lern das gleich mal. Wenn ich mir nämlich nicht, mich nicht total täusche, kommt Quina nämlich in Zidans Team. Was natürlich so schön ist, es wärmt mein Herz, weil Quina und Zidane, das ist ja Spitzenteam. Nimmst du mal einen Egoistenreif. Du könntest es auch nämlich über die Fressrobe lernen, und dann könnte nämlich jemand anders immer Regina bekommen. Gebe ich dir nämlich mal das hier. Und hier, liebe Quina, lernst du... Oh, was lernst du hier? Hat die schon... Guck mal, nein, die hier auch immer hast. Es läuft hier, es läuft. Aber wir müssen ein bisschen was wegmachen. Was ist ein Vollmond? Schneller Trance? Ja, das ist schön. Aber Quina soll ja auch heilen im Zweifelsfall. Deswegen nehmen wir das jetzt mal weg. Hast du noch was mit Dreier? Du Hauden, Lukas. Nee, das wollte man nicht. So, dann bist du auch durch. Das ist ja super geil hier, was die lernen kann. Liebe Aiko. Goldkäppchen gebe ich dir nicht, aber du könntest die Null Zauberabwehr. Ach gut, klar, die hat ja auch nichts ausgerüstet. Level Up haben sie alle, deswegen kannst du einen Egoistenreif nehmen. Kinder dürfen egoistisch sein, kriegst den Kraftkittel. Und dir wollte ich jetzt, war das jetzt Mogu? Ich wollte dir erstmal Martin beibringen, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, damit du nämlich nochmal eine dritte Espa hast, neben den anderen beiden. Genau, lern erstmal das. Dann gucken wir mal in die Abilities. Das ist nicht schlimm, weil wir können im Zweifelsfall auch ihr fast einfach auf sie sprechen. Das ist ja auch nicht schlecht, aber NP plus 10% schadet definitiv nicht. Und Mogus Amulett, weiß ich zwar immer noch nicht, was es ist, wir werden es vielleicht herausfinden. Speichern können wir jetzt hier noch nicht, also tauschen wir erstmal wieder aus. So, Mahagon zu Vivi, Lilly zu Quina, Aiko zu Steiner, Freya, keine Angst, du kommst dann auch noch dran. Also ihr könnt das ja auch gerne vorspulen, wenn euch das zu langweilig ist. Es ist jetzt nicht unbedingt das Spannendste. Haben wir eigentlich die dritten Stufenzauber schon ausprobiert? Wenn nicht, dann müssten wir das mal dringend tun. Okay. Was auch immer, Regina noch nicht gelernt. Jetzt gucke ich mal kurz, ob das... Du kannst das nämlich gleich mal nehmen. Gut, dann kriegt nämlich Vivi erstmal was anderes. Nimmst du mal das Rotkäppchen, ha? Und... Chimärenreif. Vivi ist auch schon gut dabei beim Lernen. So, aber hier haben wir bestimmt was Schönes noch für dich. Lieber Vivi, was kannst du noch lernen? Zauberneutrum könntest du mal noch lernen? Ach, ist Zauberneutrum, dass seine Zauber neutral werden? Kann das sein? Kann das sein? Wir finden das gleich raus. Lass uns mal in die Abilities gehen. Oh, guck mal, da muss auch noch immer Hass lernen, aber nicht jetzt. Angriffselemente der Zauber werden unwirksam. Das ist auch interessant. Wollen wir jetzt nicht auswählen, aber das ist grundlegend. Bei manchen, stellt euch mal vor, es hat jetzt ein Gegner, also komplett gegen alle Zauber, irgendeine Immunität, könnte man das ja benutzen. Nur dann Urschrei, würde ich sagen. Gut. Dann gehen wir mal zu Lil. Haben wir was Neues für dich, Nü?
Chimärenreif. Dann Gaia-Kittel und, ach, du hast ja bestimmt noch Bahamut. Oh mein Gott. Ich dachte, du hättest noch Ifrit. Müssen wir auch mal noch lernen. Odin müssen wir auch noch lernen. Eieieiei. Antireflekt. So, Valkyre, will ich mal wissen, was das ist. Das muss ich jetzt rausfinden. Valkyre, durch die Beschwörung Odins kann Schaden zugefügt werden. Ach, weil der normalerweise nur hier wahrscheinlich Zanze-Zucken macht oder sowas. Oder hier Eisenschneider. Okay, gut, da wissen wir das schon mal, dass Duft der Weisen für die liebe Garnet, Lilly ist. Aber ich will mal noch kurz noch weiter und gucken, was die noch alles so lernen kann. Anfeuern ist klar. Dann Marigena muss er auch noch lernen. Ist auch wichtig. Aber für den Kampf jetzt zusammen wäre vielleicht erstmal. Obwohl, die hat. Ah nee, das lernt sie ja schon durchs Goldkäppchen. Naja, komm, da können wir doch vielleicht erstmal Ifrit mit reinnehmen. Lass mal mit der kleinen Esper hier starten. Und dann lernen wir später noch andere Dinge. So, Level Up Ability Abgiftung Gala brauchen wir nicht. Urschrei ist vielleicht nicht schlecht. Und noch. Vollmond noch. So. Steiner, du bist als nächstes dran. Ich glaube, hier können wir jetzt gar nicht so viel beibringen. Ach doch, hier, Miragen oder Miragen, ich weiß es nicht, wie man das richtig ausspricht. Oder Miragen. Levitas, Dämonenharnisch. Nimmt wahrscheinlich jetzt der Freya alle guten Sachen weg, das kann natürlich sein. Was ist das da oben schon? Immer Reflekt, ne, das wollen wir jetzt erstmal nicht beibringen. Segen. Aber dann ist es erstmal Segen. So. Dann. Ach, du hast weder immer Hast noch immer Regena. Aber du hast recht viel HP, deswegen können wir das erstmal aushalten. Das ist nicht schlecht. Was anderes beibringen, mitgeben, was besser ist. Also Licht vielleicht. Vollmond noch, ja. Machen wir mal. Wir lassen es erstmal so. So, dann nehmen wir noch unsere Freya rein und dann nehmen wir einfach irgendein Team und dann tun wir sowieso ja Stück für Stück alle. Herablassen an den entsprechenden Stellen. So, liebe Freya, du kriegst jetzt mal auch erstmal das Beste. Gucken wir mal, was wir dich hier übrig haben, wo du noch was lernen kannst. Nee. Aber hier konntest du definitiv was lernen. Thermometer. Konter könnte sie hier gleich zu Ende lernen. Thermometer nochmal. Immer Fleck. Ah, dann machst du das. Nimmst du es Odeur. Ja, das ist. Könntest auch Konter zu Ende lernen, aber ich denke mal, dass jetzt hier für so einen Kampf immer Regena nicht das Schlechteste ist. Und das haben wir ja nämlich das letzte Mal schon so programmiert gehabt. Genau. Dann, ja, können wir das Team im Endeffekt auch so lassen. Und würde nochmal einen kleinen Abstecher machen, um zu schauen, ob wir noch ein bisschen was schmieden können oder noch was kaufen können in der Guerrero. Mit X muss ich fliegen, genau. Und dann speichert. Genau, hier ist nämlich auch ein Schrein, aber da will ich jetzt noch nicht hinfliegen. Wir müssen als erstes zum Wasserschrein, oder? Kann das sein? Ich weiß gar nicht. Wir werden es sehen. Das war hier oben, genau. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, kam hier draußen auch noch ein Fake-Phantom. Ich glaube, die Battlecat, kann das sein? Wir müssen mal gucken, ob wir dann vielleicht nach der Stadt mal hier nochmal kurz hier runtergehen, dort rausgehen und einen Kampf provozieren. Und ich bin mir immer noch relativ sicher, dass mit dem Typi, der hier links, wo wir dieses Rätsel gemacht haben, dass der irgendwie auch wie aus seiner Trance rausgeholt werden kann. Und dann feststellt so, huch, jetzt kann ich ja wieder weg, aber irgendwie weiß ich nicht so richtig, wie man das machen soll. Wir speichern erstmal. Die Frage, gucke ich jetzt erstmal bei den Waffen und dann erst beim Schmied wahrscheinlich, macht das am meisten Sinn, ha? So, lieber Mokri, haben wir jetzt mittlerweile mal einen Brief? Nö. Ach, das funktioniert hier sowieso. Och, Mensch. Funktioniert hier sowieso überhaupt nicht mit den Briefen.
Genau, ich dachte nämlich irgendwie... Aber wie soll das... Kann man den wieder rausnehmen? Nee. Wollt mal gucken, ob man... So ein Mittel, das wir machen müssen? Nee, der wollte nicht. Er wollte nicht gestört werden. Hallo? Vielleicht jetzt? Vielleicht geht das später oder ich habe mir das einfach total falsch eingebildet. Wie gesagt, ich dachte, dass da irgendwie dann, wenn wir den nach unten fabrizieren, dass der irgendwie sowas sagt wie, oh ja, geil, jetzt kann ich hier endlich wieder runter, das war blockiert, das Teil. Egal. So, können wir bei dir ein bisschen was da lassen? Das ist alles altes Zeug. Runenschwert können wir mal kaufen. Haben wir noch nicht. Aber gespeichert. So, das war's ja hier schon. Trierstab, ist das was Altes? Das ist doch was Altes, haben wir bestimmt schon mal benutzt. Obwohl, guck mal. Ich rufe mir das jetzt mal. Ashura-Route? Die haben wir auf jeden Fall schon. Nein. Komm, die Armreife. Stahlhandschuh. Die können wir mal holen. Und dann sind wir nämlich schon durch mit unserem... Ja, ich könnte ja, wie gesagt, mal noch ein bisschen was verkaufen. Aber da haben wir das letzte Mal ja schon festgestellt, wenn ich hier zu viel verkaufe, dann kann ich vielleicht wieder mit Schmieden und sowas... Ach, wir merken uns jetzt einfach, dass wir immer wieder mal hier zurückkommen. Wir haben ja jetzt einige Sachen bekommen. Das weiß ich natürlich nicht. Symmetrieroute. Och, die ist voll alt. Hilfe. Das ist ja peinlich. Na gut. Aber, guckt mal. Aber die ist schlechter, aber die bringt Angriffsvorteil. Okay. Ach, sieh dann. Dich haben wir noch gar nicht ausgerüstet. Das tut mir jetzt aber leid. Dann holen wir das schleunigst jetzt noch nach. Wie dumm. Das sind doch die besten Sachen hier. Guck mal, du kannst hier unten bestimmt... Irgendwas kannst du hier bestimmt auch noch lernen. Nee, tatsächlich nicht. Nimmst du die Springerstiefel. Dann gucken wir mal bei dir rein, ob es noch irgendwas gibt, was wir dir geben können. Das Werdelicht schadet nicht. Da haben wir irgendwas, was safe ist, was wir verkaufen können? Da gucke ich es nochmal ganz kurz nach. Wenn wir vielleicht dreimal was haben, dann könnten wir es... Oder acht. Oder achso, das sind die Morgenscheine. Nee, die will ich jetzt nicht verkaufen. Guck mal, hier können wir einfach kaufen. 500. Yay, Geldsegen. Meine Federstiefel. Ja, das ist okay. Genau, was wir dreimal haben. Das ist doch ein guter Deal. Amethyst. Was ist denn los? Die haben ja überhaupt keinen Blick für Edelsteine. Das ist sehr schade. Aquamarin bringt auch nichts. Ah, hat jetzt nicht so viel gebracht. Wir könnten tatsächlich mal wieder ordnen hier. Nein, ordnen, habe ich gesagt. Und dann können wir auch mal ins Wertvolle noch reinschauen. Ach Mensch, was mal schön. Guckt mal, Spiegel der Erden. Ähnlich einem Spiegel scheinen sie verschiedenen Elementen anzugehören. Auf ihren Rückseiten sind nicht dechiffrierbare Schriften zu erkennen, die auf einer Aufzeichnung der Dr. Koralls. Sagt er immer das Gleiche? Material und Anfertigungsmethode scheinen dieselbe zu sein. Wie ist es nach dem heutigen Stand der Technik möglich, so etwas zu erschaffen? Es bleibt mir ein Rätsel. Eine unglaubliche Kraft scheint in diesen Spiegeln zu schlafen. Besitzen sie magische Kräfte? Dienen sie womöglich der Kontrolle? Was sind ihre Funktionen? Eine sehr gute Frage. Alle Spiegel sind verschollen, ihre Verwendungszwecke verlieren sich in der Dunkelheit. Entdeckt habe ich nur meine eigene Ignoranz. So. Noch was anderes hier? Kuponus, ja, die könnten wir eigentlich gleich mal noch rüberbringen. Aquarius bildete das Schlusslicht und als er endlich dort ankam, ließ ihn die Frage nicht los. Wer hat denn nun Virgo geküsst? Ich weiß es nicht. Zum Gossip schließe ich mir hier nicht an. Mich nicht an. Ja, da können wir jetzt wieder raus, weil Schmieden brauchen wir jetzt nächstes Mal mal unsere Moneten angucken. Aber ich glaube, wir kommen auch so ganz gut über die Runden, was das Kämpfen angeht.
Müssen wir mal schauen, wie viel Geld wir in nächster Zeit einbringen, ob ich mal irgendwo eine Farming-Session mache. Ich habe auch keine Lust. Wir müssen uns das auch ein bisschen erarbeiten, Stück für Stück. Dann gehen wir jetzt erstmal gucken, ob wir hier einen Kampf auslösen. Ich speichere nochmal vorher. Dann machen wir einen kleinen Abstecher zu unseren lieben Kubos. Vielleicht geben die uns einen tollen Gegenstand. Die letzten Gegenstände waren ja so, meh. Und dann würde ich gerne nochmal nach Treno die Stellatia abgeben. So, ein Kampf bitte. Ich denke, dass das Battlecat war. Und das erkennt man nämlich daran, dass das so ein Fake-Phantom ist, weil nämlich nicht die entsprechende süße Musik im Hintergrund kommt. Und nein, du bist keine Battlecat, du bist ein gefährlicher Drache. Können wir gleich mal gucken, was ihr so Schönes könnt. Meine Firma Ifrit. Haut das rein. Boah, ich tut schon. Und schon ein bisschen reinhauen. Machen wir mal Eisgar auf dich. Aber sie dann hat Trance, das ist gut. Ich glaube, haben wir noch nicht gesehen. Viel Spaß bei Ifrit. Also Animation fand ich jetzt nicht so schicki. Ratens-Output okay, sagen wir es mal so. Du dürftest jetzt richtig viel abziehen. Hoffe ich. Na, das hört sich schon so an. Sehr gut. Tschüss. Ich glaube, den hatten wir auch noch nicht bekämpft, oder? Ich bin mir nicht so richtig sicher. So, wow, gibt doch einiges an Erfahrungspunkten, finde ich super. Hat Vivi jetzt nicht so nötig, aber wie gesagt, der soll kriegen, was er kriegt. Also. So, dann ab nach in die Gisama Lucas Grotte. Und dazu würde ich wieder auf die Seite gehen, die, die von Bomekia daherkommt. Mach's mal so. Ich fand ja, wie gesagt, die letzten Items nicht so mega, die wir bekommen haben. Ich glaube, das Beste war ein Elixier, oder kann das sein? Nee. Was ist denn? Da. Der Isar dahin kam. Da wollen wir hin. Zack. Bitte steigen Sie rechts aus. Natürlich. Natürlich links. Wie sollte es anders sein? So, dann einmal wieder nach unten. Einmal um die Glocke rum und ab zu unseren Kupos. Ich weiß gar nicht, haben die jetzt nach wie vor noch Kinder bekommen? Immer für jede Kuponuss? Oder ist es bei dreien geblieben? War nur bei zweien geblieben. Was ist denn hier los? Habt ihr keinen Bock mehr oder was? Brauche ich euch eine Nisse auch nicht geben. Geht doch mal weg. So. Ja. Tschüss. Ist down. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Nö, also langsam muss ich sagen, also bin ich ein bisschen, bin ich ein bisschen böse. Weil Phoenix daune echt jetzt? Könnte irgendwie jemand anderen schenken, der hier vorbeikommt. So, dann gehen wir jetzt kurz nach Treno, geben die Stellatia noch ab oder ein Stellatio, die Stellatia, ein Stellatia, die Stellatio. Die wird uns bestimmt gleich nochmal aufklären, die interessante Frau. Hier war Dalina, da wollen wir nicht hin. Wo ist denn Treno? Ich überlege jedes Mal von Neuem, wo das ist. Hier drüben, ne? Genau, wo es irgendwie scheinbar immer Nacht ist, wie auch immer. Die, na, ich denke mal, die manipulieren bestimmt das Wetter. Die werfen wahrscheinlich einfach Karten in die Luft und dann wird es wahrscheinlich einfach Nacht. Dann ist der ganze Himmel bedeckt mit Karten, so wird es sein. Nach links, ne? Genau. Dann, aber ich muss sagen, Treno mag ich irgendwie. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Zumal wir auch das Kartenturnier damals hier gewonnen haben. Yay! Na, bist du immer noch mit deinem Jüngling hier? Ein bisschen schwierig, aber gut. Weiß gar nicht, hat man eigentlich nach jeder Stellatio was bekommen? Oh, ihr habt also die Aquarius-Stellatio, also doch Stellatio in der Einzahl, in eurem Besitz. Überlasst sie uns und ich werde euch reich belohnen. Ja, bitte. Aber bitte besser, als der Kupo uns gerade belohnt hat. Bin ich jetzt gespannt. Ich möchte mindestens ein Elixier. Oder Geld.
Ich habe genau das bekommen, was ich gesagt habe. Deswegen werde ich mich jetzt nicht beschweren. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wo mussten wir denn als erstes hin? War das der Wasserschrein? Ich glaube, da weiß ich ja sogar auch, wo er ist. Obwohl die anderen jetzt auch nicht so schwer zu entdecken sein sollten. Genau, also Lilly und Aiko werden zusammen einen Schrein besetzen. Quina und Zidane. Ich vermute mal fast... Ach so, wollen wir nochmal speichern? Jetzt? Wir müssen die ja Stück für Stück abfahren, also können wir ja auch erstmal die ersten abgeben. Ich vermute mal, Steiner und Vivi werden einen Schrein besetzen und dann bleiben ja noch Mahagon und Freya übrig. Und das war hier irgendwo. Zeigt es die mir sogar an auf der Map? No. War das jetzt hier im... da drinne? Oder war das außerhalb? Ich glaube, das hat man vom Land her gesehen. Wie dachte ich, dass das... Genau, da guckt mal. Betreten mit Kreis, der Wasserschrein. Ach, Lilly, dein Haarschnitt, der ist so fesch. Gefällt mir richtig gut. So wie Dua Lipa. Kommt ihr wirklich zurecht? Ich meine zu zweit. War es nicht deine Idee, uns jeweils in Zweiergruppen aufzuteilen, Zidane? Bitte? Willst du damit vielleicht andeuten, dass du uns nicht vertraust? Nicht doch. Warum sollte ich so etwas andeuten wollen? Hab ich dich, Zidane. Gib ruhig zu, dass du mit Lilly gehen wolltest. Wenn unsere Strategie aufgehen soll, dann müssen aber die anderen Gruppen auch bald. Ja, du hast recht. Wo fliegt ihr als nächstes hin und wer soll mit wem gehen? Rodelnder Krater auf einem Berg. Ist vielleicht was für Mahagon und Freya, sage ich doch. Na, dann geh los und beeilt euch. Oder willst du, dass wir zwei Damen hier versauern? Verstanden, ich hole euch dann nachher wieder ab. Na, besser wär's. Endlich weg, der Störenfried. Na dann los. Und nachher müssen wir reden von Frau zu Frau. Lilly freut sich schon richtig drauf. Reden von Frau zu Frau? Weiß, du bist genauso irritiert wie ich. Du schaffst das, Lilly. Ich drück dir die Daumen. Das heißt, wir würden jetzt mal Mahagon mit reinnehmen. So, hatten wir jetzt noch irgendwas Neues gekauft für ihn zufällig? Wann das jetzt? Habe ich dir noch was gekauft? Dann mal kurz gucken. Nee, das war, glaube ich, für Steiner. Steiner war das gewesen. Guck einfach noch mal kurz nach. Ja, ich glaube, die Vajos-Kralle war das. Ja. War es die Tigerkralle, die ich gekauft habe? Egal. Er hat erstmal das Beste ausgerüstet und das würde ich jetzt auch so belassen für den kommenden Story-Part. So, Feuerschrein, Feuer, war eigentlich mal auch irgendwie ein Krater? Genau, hier, guckt mal, das sieht doch ganz schön, genau, heiß, heiß, heiß. Wenn wir näher ranfliegen, dann überhitzt uns noch der Motor. Nur noch ein paar Meter, Gottes Willen. Noch näher ran und wir schmelzen. Die Hitze des Vulkans ist einfach zu stark. Gut, dann fliegen wir eben so nah ran wie möglich. Ihr macht euch dann auf den Weg zum Schrein. Wieso muss ich eigentlich mit dieser Frau gehen? Wenn wir euch verkuppeln wollen? Was denn, wärst du lieber mit Aiko gegangen? Gutes Argument, Zidane. Ich glaube, es überzeugt Mahagon. Ich verlasse mich auf euch. Ich würde sagen, keine Reaktion ist Bestätigung deines Plans. Und gut, also nächstes, meine Kraft wird durch einen kaum bezwingbaren Sturm geschützt. Steiner und Quina? Besser nicht, das geht nicht gut. Das kann auch sein. Ich hab's, Meister Vivi und Steiner. Hehe, das ist quasi Idealbesetzung. Sehe ich genauso. Warte mal. Was war es jetzt? Erde? Nee, Wind. Ja? Ich habe nicht aufgepasst. Das war doch hier unten irgendwo. Aber wo? Kann das bitte sein? Ich habe gar keine Idee. Ich bräuchte jetzt auch nochmal irgendwie einen Anhaltspunkt. Ich muss nochmal kurz jetzt hier rein und mich mit dem Matrosen unterhalten. Okay.
Nächster Zielort. Meine Kraft wird ein kaum bezwingbarer Sturm, genau. Bergen südöstlich von Ölberg. Ach so. Dann würde ich mal kurz noch gucken, ob wir dem Steiner jetzt was Besseres ausrüsten können als das Fegefeuer. Ja, guckt mal. Sehr schön. Pina, hat mir für dies noch was Cooles gefunden? Nö. Dann machen wir mal Richtung Windschrein. Ich habe jetzt echt gedacht, so auf jedem Kontinent, aber scheinbar ist der Kontinent des Nebels nicht so gesegnet mit Schreinen. Komisch. Aber gut, der eine Schrein im Wasser ist ja auch nicht direkt auf dem Kontinent, deswegen zählt er nicht. Südöstlich von Ölberg, ja, habe ich jetzt gelernt. Was? Ölberg? Grünes Auge aus dem Französischen? Das T dürfte ja ein stummes T sein. Zumindest ist es ja bei den meisten französischen Worten so. Fand ich wieder sehr spannend. Warum das grünes Auge heißt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, wo ist denn das? Das ist da das Morast. Ach, das Wasserschrein? Südöstlich. Also da. Also drehen wir uns mal eine Runde. Gucken mal. Wind. Ja, tatsächlich. Wind, aber es ist eine Erde drin. Zum Glück komisch. Stelle ein bisschen putzig gewählt. Der Wind ist ziemlich stark. Deswegen heißt das hier also Windschrein. Schafft ihr es überhaupt bis zum Eingang? Ist ja noch eine recht steife Brise. Es besteht kein Anlass zur Besorgnis. Meister Vivi, hinter meinen Rücken seid ihr vor dem Wind geschützt. Okay. Ach, das ist auch so süß mit den beiden. Genau so. Von so ein bisschen Wind lassen wir uns doch nicht ins Boxhorn jagen. Oh, das ist auch was Peinliches. Ich war vor kurzem im Möhlkraft gewesen und dort gab es Boxspringbetten. Heißt das Boxspringbett? Und ich dachte immer, das ist ja die Box, ne? Also, oder? Das muss ich mal kurz nochmal überlegen. Halt mal. Nicht, dass ich was Falsches erzähle. Ja, es ist ein Boxspringbett, also B-O-X. Und ich dachte immer, das heißt Bockspringbett. Also der Bock, ne, hier das Tier. Und hab das nie in Frage gestellt, was ich sehr, sehr bedenklich finde, ne? Und Boxhorn tatsächlich, habe ich jetzt aber witzigerweise mir mit X immer vorgestellt. Naja, okay, gut, weiter geht's. Meinst du? Ah, süß. Meister Vivi. Steiner, in deiner Blechdose hast du natürlich leicht reden. Gehen wir, Meister Vivi. Süß. Die beiden wohl zurechtkommen. Also wenn ich mir bei was sicher bin, dann bei dem. Aber als nächstes kommen ja Quina und ich. Darum sollte ich mir eher Sorgen machen. Warum? Besser nochmal die Ausrüstung prüfen und Quina über ihre Blaumagie befragen. Was willst du denn da befragen? Meine Kraft wird durch ewiges Beben in den Tiefen der Erde geschützt. Das weiß ich sogar direkt, wo das ist. Das ist nämlich, und da können wir nämlich gleich mal so ein bisschen nach unten lang. Dort in der Nähe, wo der Wüstenpalais war, wo ich nämlich einmal dachte, dass es dort weitergeht, und dann war es tatsächlich nicht das Richtige. Boah, mit den Sandlöchern habe ich mich ja auch so dumm angestellt, das hätte man total einfach erkennen können, welches das Richtige ist, aber ich habe das nicht gesehen. Aber das fällt mir immer wieder auf, dass ich an so vielen Stellen im Let's Play einfach total benebelt bin und Sachen nicht mitkriege. Hier erkennt man es jetzt nicht. Aber angeblich kann man es erkennen. Aber gut, es ist ja auch schon vorbei. Ja, wir müssen jetzt hier hin. Und wir würden nochmal halten. Ich würde nochmal mir die beiden fix anschauen. Speichern natürlich. Sind die hochgehalten? Nein. Das sollten wir definitiv mal noch tun. So. Ich hoffe ja immer noch drauf, dass sich Quina und sie dann einfach mal richtig heavy verlieben. Dass das nämlich die eigentliche Love Story von Final Fantasy 9 ist. Nicht Lilly und Zidane, die Lilly kann, was weiß ich, mit jemand anders. Was haben, ist mir auch wurscht. So, wir speichern mal. Und dann würde ich sagen, wir tauchen mal ein in den Windschrein. Und ich kann mich gar nicht mehr so richtig
hundertprozentig daran erinnern, ob wir jeden Kampf, Kämpfe kann ich euch jetzt mal wieder spoilern, machen müssen oder ob wir nur mit Zidane und Quina kämpfen müssen. Dann, Windschreien, Erdschreien. Bedrohliche Musik. Also wenn ihr das jetzt noch nicht begriffen habt, es wird bedrohlich. Und wollen wir dann mal? Danke, dass du mit mir gehen wolltest, Mampf. Ja, Zidane möchte mit dir gehen. Ihr seid jetzt ein Paar. Naja, weißt du, waren halt noch wir beide übrig. Och, Zidane, du bist so unromantisch. Ich hasse dich. Du brauchst dich nicht zu schämen, Mampf. Ich bin schon glücklich, Mampf. Das geht mir so das Herz auf. Hä? Es gibt eine Redensart unter uns, Kuh. Kusch. Kusch. Die geht ungefähr so, Mampf. Reste sind manchmal das Beste, Mampf. Ja, Reste essen ist das Beste. Es gibt da noch eine andere Formulierung, die sage ich jetzt nicht. Wird sich aber noch zeigen, ob wir hier leckere Reste finden oder nicht. Ich kann es riechen, das wird ein Festschmaus hier, Mampf. Du meinst bestimmt Zidane, hä? So, genug herumgealbert. Gottes Willen. So aufgeregt wegen Quina und Zidane. Ist alles wie ausgestorben hier. Hier gibt es vielleicht doch nichts, Mampf. Sieht fast so aus. Passt auf, wir sind bestimmt Fallen oder sowas. Was gibt es, Mampf? Ich könnte schwören, es hätte gerade ein wenig gebebt. Ihr seid auch am Erdschreien. Oh mein Gott! Oh. Hätte man hier sterben können? Keine Menschenseele hier, nicht wahr? Oh, was hab ich halb gesprochen wie Quina. Keine Menschenseele hier, nicht wahr? Diese Stille, irgendwie unnatürlich. Ach was, die haben nur die Hosen gestrichen voll vor uns. Die haben nur die Hosen gestrichen voll und vor uns Reis ausgenommen. Ach, tut mir leid, ich bin wieder im Lesen irgendwie nicht so talentiert wie immer. Schön, wenn das so wäre. Umf. Nur, weil du nicht endlich mal was unternimmst, hängt Aiko auch immer so in der Luft. Wovon redest du eigentlich? Davon, dass du dir endlich einen Ruck geben solltest. Denn so weiß Aiko auch nicht, woran sie ist. Ist das jetzt der richtige Ort, um drüber zu sprechen? Oh! Mampf. Da wären wir aber fast zu lecker Hackfleisch geworden, Mampf. Quina, dir traue ich zu, dass du dich selber noch auffressen würdest, nachdem du zu Hackfleisch geworden bist. Ob es in den anderen Tempeln wohl auch solche Fallen gibt? Lilly, ich hoffe, dir geht es gut. Was war das? Scheint eine Falle gewesen zu sein. Ob hier wohl noch mehrere? Wie? Ah, wir müssen hier schnell weg. Reisbrocken auf dem Kopf ist, glaube ich, nicht so super. Doho? Okay. Doho, der Spiegel muss bestimmt da drüben hin, Mampf. Ich denke auch. Quina, sagst du noch was Schönes? Leg den Spiegel hin, Mampf. Meinst du wirklich, da muss er hin? Nee, Zidane. Der muss bestimmt dort runtergeworfen werden. Meine Güte. Ich habe euch erwartet. Wer bist du? Es war ein unerwartet strapazenloser Weg bis hierher. Das enttäuscht dich doch bestimmt, mein Bester. Jetzt müssen wir nur noch den Spiegel hier... Meinst du wirklich, Freya, dass der dort eingesetzt werden muss? Ich bin mir nicht so richtig sicher. Geh da weg, Freya. Oh! Okay. Feuertempelwächter, es ist ganz wie Kuya sagte. Ein paar Ratten werden sich hierher verlaufen. Die ist keine Ratte, die ist eine Mausi. Bist du eine von Kuyas Marionetten? Wenn du ihm vertraust, dann machst du einen groschen Fehler, Mampf. Nein, wir sind die Hüter Terras. Die Hüter Terras? Richtig, wir sind die Hüter Terras, sprich die Kraft Terras in Person. Was ist Terra denn nun überhaupt? Wir sind Hüter, keine Geschichtenerzähler. Das sind aber schöne lange Haare, die in einem Schwanz übergehen, okay. Interessant. Es wird mir ein Äußerstes an Befriedigung verschaffen, euch kleine Ratten den Garaus zu machen. Mäuse. Zeit herauszufinden, wie stark ich bin. Scheint, als würdet ihr nicht ganz verstehen, aber kann man das von Narren wie euch überhaupt erwarten? Ich trottel. Bitte? Es
ich ausgerechnet hier am Ende der Welt einen würdigen Gegner suche, das ist schon... Ha, ich erinnere mich ja fast selbst schon an jemanden. Die wahre Bedeutung von Kraft nicht kennend, suchte ich stets meinen nächsten Gegner. Die Wächterin wird sich auch denken, so, was labert denn der jetzt hier rum, ich will kämpfen? Margon. Narr, wovon redest du da überhaupt? Den Sinn dieser Worte wirst du bald am eigenen Leib erfahren dürfen. Interessant, aber euer vorlautes Mundwerk werdet ihr schon bald noch bitter bereuen. Wir haben Angst. Was ist mit Vivi und Steiner eigentlich? Was habt ihr? Seid ihr schon am Ende eurer Kräfte? Spar dir deinen hohen Ungetüm. Gegen diesen Windtempelwächter wirkt meine Magie nicht zurecht. Ich glaube nicht, dass wir das zu zweit schaffen. Meister Vivi, ein echter Mann gibt nicht einfach so klein bei. Aber... Wenn wir unsere Kräfte vereinen, dann ist dieses widerliche Ungeheuer ohne jede Chance. Wen von euch beiden soll ich denn nun als erstes fressen? Du kannst Vivis Feuerkugelglamour fressen. Schweig, du elende Ausgeburt. Als erstes kriegst du es mit mir zu tun. Geh. Hey. Meister Vivi, ich stürze mich auf ihn und halte ihn im Schach. Und dann schlagt ihr zu und erwischt ihn mit eurer vollen magischen Härte. Aber wenn ich im Eifer des Gefechts nun aus Versehen dich... Ach, der hat eine Rüstung an, hab dich nie so. Ich glaube an euch, Vivi. Meister Vivi, bitte. Ich werde alles geben. Stirb! Sehr gut. Ja, sprach zwar von 8 kleinen Ratten, die angewuselt kommen würden, aber... Hattest du dich etwa auf mehr Spielgefährten gefreut? Tja, jetzt musst du eben nur mit uns beiden Vorlieb nehmen. Aber keine Sorge, auch zu zweit räumen wir das ganze Buffet ab, Mampf. Jetzt verstehe ich, der traurige Rest von euch ist wohl gerade jeweils anderweitig beschäftigt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer nicht ischt, genießt auch nicht, Mampf. Genau. Ach, diese Weisheit, ich hätte die mir eigentlich alle mal aufschreiben müssen von Quina. Quina, bringst du bitte ein Buch raus mit Essenssprüchen? Boah, ich würde es sofort kaufen. Ich würde das auch publishen und ich managen, was auch immer. Was sollen so niedere Lebensformen wie ihr eigentlich auf Terra? Ganz schön uneinsichtiger Geselle. Wer nicht geht, stirbt dumm. Man weiß nicht, wie es schmeckt, bevor man es nicht gekostet hat, Mampf. So viel habe ich bereits auf meinen Reichen gelernt, Mampf. Das kannst du auch jedem Kind erzählen. Fein, dann kostet sie ruhig die wahre Angst, die wahre Furcht. Aber bitte nur mit Apfelmus. Ha, das ist natürlich jetzt mit Klauen so eine Sache. Wir müssen mal einschätzen, wie doll der austeilt, ob sich das lohnt mit Klauen. Sag mal, Quina hat ja ein bisschen Blaumagie, aber... Na, wir gucken mal. Oh, das hat ja schon gut angefangen. Dann würde ich nämlich Quina erstmal... Ach, das ist ja geil. Könnten wir das auch erstmal ein bisschen schlafen lassen? Ha! So machen wir's. Wir lassen das pennen. Lassen sie dann erstmal klauen. Das ist so eine gute Strategie. Vielleicht nicht unbedingt die spannendste, aber die erfolgsversprechendste. Ich hatte ja gestern Mittag einen Part aufgenommen und hatten ja gestern... So, jetzt ist erstmal die Cleaner dran und dann würde ich sie dann nochmal klauen lassen. Haben dann den ganzen Nachmittag draußen mit Nachbarn bzw. Freunden verbracht, haben abends noch ein Grillerchen gemacht und so. Wir konnten ja abends nichts gucken, deswegen mussten wir uns mit richtigen Latex-Toga, okay, mit richtigen Leuten abgeben, war auch interessant. Haben dann Masked Singer nicht gucken können und haben dann wirklich relativ lange draußen und war echt voll schön gewesen. Mal gucken, ob wir heute Nachmittag noch ein bisschen rausgehen. Was habe ich fressen gemacht? Wie bin ich denn jetzt da drauf gekommen? Ein Habenichts. Na, perfekt. Dann würde ich Marquina mal heilen lassen. Das ist nämlich nicht weiß, wie viel er so... Ach, guck mal. Sidan ist sogar immun. Cool. Einfach jetzt austeilen. Ist nicht schlecht. Gucken, wie viel Sidan mit seinem Orihalkon... Orihalkon? Egal. Seiner Waffe austeilt. Oh, Quina hat echt wenig HP. Aber ich würde sagen, bei dem Schadensoutput... Ach so, das Himmelswind hat einfach nicht so viel geheilt. Ja, okay. Ich würde sagen, das wird schon passen. No risk, no fun, ne? Das ist ja mein Motto. Oh. Gott sei Dank haben beide immer Regena drin. Ja, Internet ist bei uns leider immer noch ausgefallen. Es ist so lustig, weil die ganze Siedlung, die Vodafone hat, die ganze Zeit so, oh, wir können gar nichts machen, wir können nichts gucken. Ich sage dann immer, ja, wir haben wenigstens unsere Videospiele, da brauchen wir im Zweifelsfall kein Internet, das ist gut.
Ah, jetzt müssen wir aber auf Quina ein bisschen aufpassen, weil wenn der die jetzt nochmal angreift, dann ist die dead. Das wird höchstwahrscheinlich passieren, wenn er sie jetzt angreift, was genauso passiert. Sidan, du müsstest dich jetzt mal kurz um Quina kümmern, aber wenn die KI das wieder richtig schlau ist, dann wird sie Quina die ganze Zeit jetzt gleich wieder angreifen. Was natürlich doof ist. Ja, natürlich. Es ist so ein bisschen die Frage, also für die AP. Also ich könnte jetzt mal gucken. Vielleicht haben wir Glück und er lebt sie jetzt wieder. Und die macht das Monster vorne macht weder Erschütterung noch in Einzelangriff auf Quina. Ja, sehr schön. Ach, Quina, komm, ich gönne dir jetzt mal ein Elixier. Ich finde, du hast diesen Elixier dir mal richtig verdient. Ja, sehr schön. Und ja, da waren noch viel mehr Leute draußen als sonst. Und auch die Kinder von den Leuten waren mit draußen. Wo ich dachte, das ist schon ein bisschen traurig, was hier fehlendes Internet alles so bewirkt. So, ja, und deswegen habe ich versucht, trotzdem jetzt mein ganzes YouTube-Zeug zu machen. Wie weit ich es machen kann, was jetzt natürlich gerade nicht geht, ist, dass ich meine Shorts schneiden. Also hier, also schneiden kann ich die schon, aber ich kann sie nicht in Shorts verwandeln. Dazu brauche ich Canva. Das kann ich hier nur über meinen Mac machen. Deswegen bereite ich alles so weit vor, dass ich im Endeffekt dann, wenn das Internet wieder da ist, die Shorts noch umwandeln kann und dann sowohl die Shorts als auch die normalen Let's Play Parts einfach hochladen kann. Das wird, glaube ich, dann sehr intensiv werden. Einmal geklappt. Ah, sehr schön. Wollte schon sagen, einmal geklappt mit in den Schlaf befördern, dann nie wieder, aber war doch super so. Gut, dass ich Hau den Lukas ausgerüstet hatte. 11 AP, super. Und zwar nichts gelernt, aber schadet nicht. Eine Atmos-Karte. Cool. War's das? Ob es den anderen wohl gut geht, Mampf? Bestimmt, die warten sicherlich schon alle, dass wir sie endlich abholen. Genau, Mampf. Dann lass uns schnell zum Schiff zurückkehren. Vom Schiff. Schiff. Endlich wieder frische Luft. Dieser Sidan, zwei Damen so einem Monster auszusetzen, also wirklich... Alter, du wolltest gehen. Ah. Was hast du, Aiko? Das Wichtigste hätte ich fast vergessen, wo wir doch gerade so unter uns sind. Was gibt es denn? Ich muss dich da unbedingt etwas Wichtiges fragen. Ich warte schon so lange auf eine günstige Gelegenheit, dich zu fragen. Antworte bitte ganz ehrlich, ja? Was willst du denn nun wissen, Aiko? Wenn ich antworten soll, musst du schon fragen. Hast du sie dann lieb? Hm. Warum fragst du so plötzlich? Keine Ausflüchte, antworte ehrlich. Hast du ihn lieb, nicht lieb, was denn nun? Hm. Das ist eine wichtige Antwort. Oh, das Luftschiff. Sie dann kommt uns, um uns abzuholen. Hm? Hast du etwas gesagt, Lilly? Lass uns gehen, Aiko. Hey, warte, Lilly, das ist nicht fair. Oh Gott, bin ich jetzt erschrocken. Meine Güte. Also dann, alle sind wieder an Bord. Dann kann's also aufgehen zur Insel des Lichts. Nanu, du hier, Mahagon? Von hier also direkt zur Insel des Lichts und dann nach Terra? Ja. Und da die Insel ja nicht so weit von Estogasa ist, sollte es auch nicht allzu lange dauern. Verrate mir bitte eins. Was treibt dich zu alledem an? Ich tue alles nur für Lilly, ich muss Kuya aufhalten. Machen wir das zweite. Wenn ich nicht bald Kuya aufhalte, dann kommt er vielleicht auch noch auf verrücktere Ideen. Außerdem muss ich wissen, was es mit Terra auf sich hat. Du gibst wohl nicht eher Ruhe, bis du deinen Fuß auf Terra gesetzt hast, oder? Ja. Aber Neugier alleine ist es nicht. Nein. Naja, ich denke, das ist die ehrlichste Antwort, die ich habe. Wenn ich also gegen etwas verloren habe, dann wohl eher gegen seine Einstellung. Hm. So. Mahagon muss auf jeden Fall mit rein. Quina muss auf jeden Fall. Und dann könnten wir... Na, ganz klar, Aiko. Könnte natürlich
die auch nochmal nehmen und abrüsten. Ja. Vielleicht mache ich das noch fix. Rüste euch mal noch schnell ab. Und dann gucke ich mal, ob es noch irgendwas gibt, was wir den noch ausrüsten können. Gehen erstmal rein. Rüsten euch wieder ab. Das ist so spannend, ich weiß. Zack. So. Dann holen wir mal noch fix die Freya. Ach, jetzt bist du wieder drüben. Kannst dich mal entscheiden, wo du stehst. So, Freya, bitte kommen Sie nahe. Ich wünsche alles Gute. So. Dann wieder alles ablegen. Und dann schnappen wir uns mal. Das hatte ich gesagt. Margon. Quina und Heiko. Wieder mal. So, und dann gucken wir gleich mal, ob es noch irgendetwas gibt. Gut, das können wir lassen. Vielleicht lernt unsere liebe Quina hier noch was. Beim Rotkäppchen kann ich was austauschen. Ja. Ah ne, das lernst du ja schon hier. Dann lassen wir das so. Könnten wir dir hier nochmal gucken? Boah, das ist aber gut. Medica, Auge um Auge. Auge um Auge. Ist das was, was sie dann vielleicht lernen könnte? Kann das sein? Du willst ja aber auch nichts Neues lernen. Du hast mal das Goldkäppchen. Ist noch was Besseres hier? Ich nehme mal. War das jetzt hier? Nee. Hier. Nee. War das da? Nee. Wo war denn das mit dem Auge um Auge? Latex-Toga, ne? Unter hier. Margon vielleicht? Nee, auch nicht. Quina? Gut, dann kriegt das jetzt die Eiko, wenn sie nichts lernen kann, aber da hat sie wenigstens gute Werte. Werte, genau. Ich wollte gerade Werte sagen, meine Güte. So. Abilities müssen wir jetzt, glaube ich, nichts machen, oder? Ja, doch. Nee. Du musst immer Hast auf jeden Fall noch lernen. Das kannst du auf jeden Fall bei den Accessoires lernen, wenn du hier Mogu mag. Oh. Gelernt hast, ey, das dauert. Ach, wie hat denn eigentlich immer Hast? Was ist denn? Immer Hast, wo bist du? Hab das schon mal gesehen, dass du das lernen kannst? Oder hat das jetzt. Ach so. Doch nur, das lernen die beiden jetzt. Nee, dann lass mal das einfach so. Okay. Wie viel Geld haben wir jetzt? 10.000 ist natürlich nicht so viel. Ich guck mal kurz, ob die was Neues sagen. Nee, das ist scheinbar noch das Gleiche. Ja, gut. Dann gehen wir mal wieder auf die Weltkarte. Speichern dort. Und ja, jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, ob wir beim nächsten Mal nochmal irgendwie, ob ich da irgendwie nochmal offscreen gucke, dass ich irgendwie Sachen so verkaufe, dass wir uns noch ein paar Sachen spielen können. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei der Insel des Lichts, dass dann erstmal eine Weile nicht mehr zurückkommen. Oh, bilde ich mir das richtig ein? Ah, oh, bin ich mir nicht so richtig sicher. Ich überlege mir das mal bis zum nächsten Part. So. Dann, ihr Lieben. Wir haben erfolgreich die 4 Schreine besucht, die Spiegel eingesetzt und können jetzt im nächsten Part zur Insel des Lichts aufbrechen, die uns nach Terra führen wird, nicht nach Gaia, genau. Ihr könnt gespannt sein, wie gesagt, ich gucke mir das mal an mit dem Geld und ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und wir sehen uns das nächste Mal. Bis bald, euer Otherside. Tschüss.